Leute, das Firing Range Rework Update steht vor der Tür. Das soll eigentlich schon lange, lange geschehen sein. Ist bis jetzt nicht passiert. In Mid-Season 15 oder zum Start von Season 16 können wir endlich damit rechnen. Was genau soll eigentlich passieren? Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, die ich lange, lange schon begrüße und die sich viele eigentlich schon lange gewünscht haben. Zum einen können wir endlich unendlich Munition einschalten. Wir können es aber auch deaktivieren. Ich sehe zwar keinen Grund, warum wir das deaktivieren könnten. Auch einen Hit-Indikator auf Dummies oder auf Gegner, die wir mit in die Firing Range nehmen, können wir aktivieren, so dass wir genau sehen, wo haben wir die Gegner, die Dummies getroffen, um noch so ein bisschen zu gucken, wo können wir dran feilen an unserem Aim. Ebenfalls anschaltbar und ausschaltbar. Ganz coole Sache. Und vor allen Dingen können wir endlich das Dummy Easter Egg per Tastendruck aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, an einer Schaltzentrale, also wir gehen nicht in die Option, sondern irgendwo an der Wand ist eine Schaltzentrale, wahrscheinlich schon am Eingang der Firing Range. Dort können wir die Dummies aktivieren, sodass die laufen können, die verteidigen sich, die schießen auf uns und jeder Dummy für sich ist immer ein bisschen stärker. Für die, die das nicht wussten, es gibt ein Easter Egg, mit dem kannst du die Dummies aktivieren und so musst du dieses, ich sage mal, sehr bescheidene Easter Egg endlich nicht mehr benutzen, um ein bisschen realistischer ohne Leute auf der Firing Range zu trainieren, was ich sehr, sehr geil finde. Und auch die Schildarten der Dummies können wir einstellen. Sämtliche Schildarten können wir dem Dummy draufhauen oder eben auch runternehmen, sodass wir gegen Dummies spielen, die vielleicht auch sogar gar kein Schild haben. Und auch die Geschwindigkeit. Wir kennen das aus der mobilen Version auf der Firing Range. Da gibt es verschiedene Schaltpulte und dort können wir auch die Geschwindigkeit der Dummies einstellen, wie schnell die von links nach rechts sich immer bewegen, um das Aim ebenfalls zu trainieren. Auch dies soll möglich sein. Einzig, was ich nicht weiß, ob das inhaltlich dabei sein wird, ist ein Gebäude. Das hat EA selber geteasert, als uns vermittelt wurde, dass der Battle Pass Skin von der Flatline ein wenig angepasst oder genervt wird. In der Realität sieht der Nerf so aus, dass es eigentlich überhaupt keinen Effekt hat, muss ich jedenfalls sagen. Und auf diesem Bild auf der EA-Seite von Apex Legends sehen wir rechts ein Gebäude im Trainingsgelände. Das ist aber zum Start von Season 15 tatsächlich nicht hinzugekommen, womit aber viele eigentlich gerechnet haben. Und auf dieser Plattform, dieser orangen Plattform, soll es eigentlich so sein, dass wir Mann gegen Mann die ganze Zeit kämpfen können und werden auf dieser Plattform auch sofort wieder gerespawnt mit allen Waffen, die wir so haben und müssen das nicht mühselig wieder einsammeln. Haben wir aktuell mittlerweile. Wir können wieder respawn mit sämtlichen Waffen und fangen nicht komplett von vorne an, aber das soll eben in einem Art Häuserkampf trainierbar sein mit sämtlichen Waffen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ob das Gebäude mit dazu kommt, weiß ich nicht, aber das wäre eine Neuerung, die ich auf jeden Fall auf dem Trainingsgelände extrem feiern würde. Das war's schon wieder von mir, Leute. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Habt ihr Bock drauf? Ja, nein, vielleicht. Wir sehen uns im nächsten Video und vor allen Dingen im nächsten Stream. Morgen startet das Holo Bash Event. Ich bin mir nicht sicher, ob es 18 Uhr startet oder 19 Uhr. Wir sehen uns auf jeden Fall auf Twitch im Livestream. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.